Okay, let's go. Es ist tatsächlich wahr geworden. Marie sitzt mal wieder vor der Kamera. Es tut mir sehr leid, dass so lange kein Video kam. Die Gründe dafür könnt ihr auf meinem Zweitkanal Snook Around erfahren. Da habe ich das 100-mal schon erklärt. In der Kurzfassung, ich hatte mit der Uni einfach dieses Semester bis ins Universum viel zu tun und ich habe einfach, mein Zeitmanagement war super schlecht. Ich habe es einfach nicht unter einen Hut gekriegt. Ich hatte außerdem dann keine Lust mehr, Videos zu drehen. Und ich denke einfach, dass es dann keinen Sinn macht. Also, ich setze mich einfach nicht gerne vor die Kamera, wenn ich nicht richtig Bock habe, ein Video zu drehen. Ihr seht vielleicht auch, ich bin woanders. Das liegt daran, dass ich in Neuseeland bin. Also, ihr schlaft gerade alle, während ich dieses Video drehe. Und das ist sehr, sehr verrückt, weil wenn man durch den Boden durchgucken könnte, dann könnten wir uns sehen. Ich bin auf der anderen Seite. Was ich hier mache, mit wem ich hier bin, wie lange ich bleibe, wie ich das finanziere und so weiter und so fort, das möchte ich alles in diesem Video beantworten. Ich weiß, das ist kein Make-up-Mittwoch, aber ich finde, ich kann mich nicht einfach einen Monat lang von YouTube verpissen sozusagen und dann mich hinsetzen und mich schminken. Das wäre irgendwie unpassend. Ihr habt mir nicht direkt mit einem bestimmten Hashtag Fragen gestellt, sondern ich habe mir einfach überlegt, was könnte euch interessieren und habe das so ein bisschen aus den Fragen entnommen, die ihr mir unter den Videos gestellt habt. Und ja, die beantworte ich jetzt. Viel Spaß dabei! Was machst du eigentlich in Neuseeland? Ich bin seit dem 22. August hier in Neuseeland, in Auckland, beziehungsweise in einem Vorort von Auckland. Und ich bin hier zusammen mit dem Alex, mit meinem Freund. Wir bleiben bis zum 17. März und dann fliegen wir wieder zurück und sind am 18. März 2016 wieder zu Hause. Freakige Sache. Ich habe meinen ganzen Verwandten frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr gewünscht, als ich gegangen bin. Der Alex studiert Verpackungstechnik und macht hier in so einer Verpackungsfirma sein Praxissemester. Also das ist von der Uni so vorgesehen, dass man ein Semester lang in irgendeinem Betrieb arbeitet und Arbeitserfahrung sammelt. Und ich habe ein Urlaubssemester genommen. Ja, und deswegen bin ich hier dabei und ich habe jede Menge Zeit für die Dinge, auf die ich richtig Lust habe, weil ich einfach so lange keine Zeit mehr hatte, das zu machen, was mir Spaß macht. Ich hatte keine Zeit, YouTube-Videos zu drehen. Ich hatte keine Zeit, was zu zeichnen. Ich hatte keine Zeit, Sport so richtig zu machen. Ich hatte keine Zeit zu lesen. Ich hatte keine Zeit, einfach mal gar nichts zu tun. Und das sind all die Dinge, die ich jetzt nachholen will. Und deswegen habe ich mir ein Urlaubssemester genommen. Und das ist einfach der Wahnsinn, dass ich jetzt hier bin und Zeit habe auf all die Sachen. Oh mein Gott, das ist so cool. Ich fühle mich, das ist so eine Erleichterung. Ihr wisst gar nicht, was das letzte Semester für mich für eine Last war. Und jetzt einfach so wieder Zeit zu haben, ist, als hätte man wieder Luft zum Atmen, wenn das nicht ein bisschen zu dramatisch ist. Und entschuldigt das Licht, das macht, was es will. Das sind nämlich Wolken. Falls ihr übrigens gerne sehen möchtet, was wir hier in Neuseeland so jeden Tag machen, dann könnt ihr auf meinem Zweitkanal Snook Around vorbeischauen. Ich verlinke ihn euch gerne in den weiteren Informationen von diesem Video. Ist auch auf meinem Kanal verlinkt und sowieso überall werdet ihr da drüber stolpern. Da vlogge ich nämlich jeden Tag und das ist was ganz Neues, was ich zu Hause nie gemacht habe. Mittlerweile sind schon 11 Videos online, also heute ist auch wieder eins online gekommen und es macht so viel Spaß. Der Alex ist da auch total aktiv und euer Feedback ist super, das freut uns mega arg. Also ich dachte immer, oh Gott, sowas ist vielleicht langweilig, aber es findet niemand langweilig und das ist so cool. Also falls ihr das noch nicht mitbekommen habt und daran interessiert seid, dann könnt ihr da gerne vorbeischauen und wir freuen uns dort über euch, über wen sonst. Und wie genau kann man sich so ein Urlaubssemester nehmen? Das ist was, was ich sehr, sehr oft gefragt werde in den Kommentaren. Und bei uns an der Uni, also das müsst ihr ja mit eurer individuellen Uni oder Hochschule einfach mal abchecken, wie das so ist. Bei uns ist das so, wenn man jetzt sagt, ich möchte das kommende Semester, also direkt das nächste in 3 Monaten oder so aussetzen, dann müsst ihr einen wichtigen Grund haben, wie zum Beispiel, ihr seid schwanger oder ihr oder irgendjemand, den ihr pflegen müsst, hat irgendeine Krankheit oder ihr macht sonst irgendwas. Also das ist eben, wie gesagt, von Uni zu Uni unterschiedlich und über alles Weitere wird man einfach gar nicht informiert. Das heißt, wenn man früher so einen Antrag auf ein Urlaubssemester stellen möchte, das heißt nicht erst ein Semester vorher, sondern vielleicht 2 Semester vorher, wenn man sagt, ich möchte in einem Jahr mir gerne frei nehmen, dann ist das alles ein bisschen anders, weil dann muss man einfach nur so einen Bogen ausfüllen und dann schreibt man dann halt einfach rein, sonstiger Grund. Und dann beschreibt man in so einem kleinen Fältchen, was man in dieser freien Zeit machen möchte. Ich weiß nicht, ob das jeder problemlos bestätigt kriegt oder ob das eben wirklich darauf ankommt, was man da reinschreibt. I don't know, aber da müsst ihr vielleicht euch auch einfach mal an der Uni informieren. Aber generell
gilt beim Urlaubssemester, je früher ihr das beantragt, desto besser und desto unkomplizierter läuft das ab. Aha, und wie finanziert ihr das Ganze? Das ist natürlich eine sehr naheliegende Frage. Zwei Studenten reisen ans andere Ende der Welt für 7 Monate. Wie können die sich das überhaupt leisten? Also dem Alex sein Praktikum, das ist ein Pflichtpraktikum und das findet während der Uni statt und deswegen ist es bezahlt. Es ist zwar jetzt nicht super krass gut bezahlt, aber für ein Praktikum ist es ganz okay. Außerdem werden wir noch von Eltern unterstützt und, großes Geheimnis, man verdient mit YouTube ein bisschen Geld. Und ich mache ja YouTube. Und wie schon gesagt, ich vlogge jeden Tag. Dann versuche ich wieder auch auf meinem Hauptkanal mehr zu machen. Und ja, so verdiene ich mein Geld. Der Alex verdient mit dem Praktikum sein Geld. Wir teilen uns hier alles. Und dann kann man sich das finanzieren. Und wir haben halt vorher auch ein bisschen was angespart. Also so, um das vorher zu bezahlen, so wie Flüge und die erste Wohnung und solche Sachen. Ist Neuseeland teuer? Das ist was uns vorher von ungefähr jedem gesagt wurde, dass es hier alles so schweineteuer ist. Und wir waren wirklich schon so auf das Schlimmste eingestellt. Also was wirklich teuer ist, sind Zigaretten, Alkohol und Fleisch. Also Alkohol geht sogar eigentlich noch, weil wenn man es immer wieder umrechnet in Euro, dann ist es in Ordnung. Ich glaube aber eigentlich einfach, dass der Kurs, der Umrechnungskurs gerade wirklich sehr, sehr gut ist. Ein Neuseeland-Dollar sind zwischen 50 und 60 Cent, sowas in der Art. Deswegen kann man den Preis fast immer halbieren. Manchmal ist es aber halt auch nur ein Drittel abgezogen sozusagen. Was ist das denn? Es ist alles schon ein bisschen teurer, also jetzt gerade so lebensmitteltechnisch, aber wenn man ein bisschen drauf achtet, dann geht das total klar. Und wenn man jetzt mal guckt, die Mieten, also was wir jetzt hier zahlen für diese Wohnung und auch für die nächste, dazu erzähle ich gleich noch was, dann ist das auch voll in Ordnung. Und wir haben uns ein Auto gekauft, falls ihr dazu mehr sehen wollt, Vlog-Channel. Und das war auch nicht teuer. Also das Auto war sogar eigentlich fast schon günstig, wenn man es so vergleicht mit dem, was man in Deutschland für ein Auto der gleichen Qualität zahlen würde. Und wo wohnt ihr da in Neuseeland? Ihr seht, ich sitze gerade in einem Schlafzimmer. Zumindest könnt ihr es vielleicht erahnen, dass das hinter hier ein Bett ist. Wir wohnen nicht in einem Hostel, weil der Alex ja wie gesagt arbeiten muss. Das heißt, das hier ist sowieso kein Rumreiseurlaub, sondern wirklich so ein gesettelter Urlaub. Wir haben hier einen stinknormalen Alltag. Der Alex geht morgens um 8 zur Arbeit und kommt dann abends um 6 oder so wieder nach Hause. Wir gehen einkaufen, wir kochen zusammen und es ist so dieses ganze stinknormale Leben, aber eben in einem ganz anderen Land. Die Wohnung, in der wir hier gerade sind, haben wir über Airbnb gefunden. Airbnb ist wirklich eine Seite, die ich euch sehr empfehlen kann, falls ihr in den Urlaub fahren wollt. Das sind einfach Privatleute, die ihre Wohnungen vermieten oder die irgendwelche Ferienwohnungen haben und die vermieten. Und da, also das ist, ich bin begeistert von diesem Prinzip. Darüber haben wir diese Wohnung hier gefunden und die haben wir jetzt einen Monat. Also ich habe euch gerade schon gesagt, wir sind seit dem 22. August hier bis zum 22. September. Und wir waren jetzt gerade dabei, eine neue Wohnung zu suchen. Auf dem Vlog-Channel wieder könnt ihr auch sehen, wie die aussieht. Da haben wir die angeguckt, jede Menge Papierkrams erledigt und wir werden dort einziehen. Das ist so cool. Ich freue mich mega. Also wir haben jetzt heute Morgen definitiv die Zusage bekommen und das ist eine wunderschöne Wohnung und in der werden wir dann die restlichen 6 Monate bis März wohnen. Gibt es bestimmte Dinge, die man vor so einer Reise beachten muss? Also so richtig viel muss man eigentlich gar nicht beachten. Das Wichtigste ist, dass ihr einen gültigen Pass habt. Da habe ich verschiedene Sachen gelesen. Auf manchen Seiten stand, der muss 3 Monate nach Ausreise noch gültig sein. Auf einer Seite habe ich so gelesen, der muss nur 1 Monat nach Ausreise gültig sein. Wieder andere sagen, der muss ein halbes Jahr nach Ausreise noch gültig sein. Also das ist zum Beispiel wichtig fürs Visum, wenn ihr das beantragt. Womit wir schon beim zweiten Punkt sind. Ihr braucht ein Visum, je nachdem, wie lange ihr bleiben wollt. Wenn ihr nur 3 Monate bleiben wollt, dann braucht ihr keins als deutscher Staatsbürger. Wenn ihr allerdings länger bleiben wollt, dann braucht ihr ein Visum. Da müsst ihr euch entscheiden, wollt ihr ein Holiday-Visum, wollt ihr ein Work-and-Holiday-Visum, wollt ihr nur eins, womit man arbeitet. Ja, das sind dann lauter so Dinge, da muss man sich einfach drüber informieren, was man braucht. Der Alex und ich, wir haben beide ein Work-and-Holiday-Visa, weil das einfach am entspanntesten ist. Dann, falls ich hier sage, okay, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich suche mir auch einen Job, dann ist das kein Problem und er arbeitet hier ja sowieso. Wenn euch das interessiert, also wenn ihr jetzt zum Beispiel gerade fertig seid mit der Schule und irgendwie vorhabt, ein bisschen reisen zu gehen oder ein Auslandsjahr zu machen oder schieß mich tot, dann kann ich gerne auch mal noch ein separates Video machen über
so Reisevorbereitungen von so größeren Abenteuern, wie dieses hier jetzt als ist. Aber ich denke, wenn ich das jetzt alles erzählen würde, dann würde es ein bisschen den Rahmen sprengen. Und generell, was so Behördengänge und sowas angeht, da könnt ihr auch ganz viel auf dem Vlog-Channel sehen, weil wir da eben das immer gefilmt haben, wenn wir irgendwo hin sind, irgendwelche Versicherungen abgeschlossen haben und pipapo, ja. Und wird es jetzt auch mal wieder mehr englische Videos geben? Ja, ich möchte unbedingt wieder englische Videos drehen. Also falls ihr das nicht mitbekommen habt, ich habe auf meinem Kanal schon mal englische Videos hochgeladen, weil mein Paps kommt aus England. Ich werde hier ständig angesprochen. Oh, are you British? Yes, I am. Also halb. Das heißt, ich wurde zweisprachig erzogen und Englisch ist für mich jetzt nicht nur so eine, ich fühle mich so cool und spreche deswegen Englischsprache, sondern halt einfach sowas, Teil von meinem Alltag. Versteht ihr, wie ich meine? Ja, und deswegen hätte ich schon Lust, da ich ja jetzt auch gerade in dem Land bin, wo die Sprache gesprochen wird, wieder englische Videos zu drehen. Also, ihr werdet vermutlich damit bombardiert. Ja. Ohne euch zu fragen. Aber ich glaube, manche fänden es cool. Und wenn ihr es nicht cool findet, dann schaut ihr einfach andere Videos, weil ich plane ja jetzt wieder ganz viel zu machen. Das waren jetzt mal so die Sachen, wo ich mir dachte, die könnten euch interessieren. Falls ihr weitere Fragen habt, lasst sie mir gerne in den Kommentaren da. Ich werde sie beantworten, so gut es geht. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch, dass ich mal wieder ein Video hochgeladen habe. Schaut vielleicht auch auf dem Vlog-Channel vorbei. Und dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, weil wenn ihr das Video seht, dann ist bei mir schon Nacht, weil ich bin 10 Stunden später als ihr. Ja. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao. Es ist Winter. Wie soll denn das im Sommer werden hier drin? I sterbe. Ja, und dann haben wir auch so Geschichten gehört wie, wow, bin ich überbelichtet. Ich schwitze wie ein Schwein. Ich hoffe, man sieht es nicht. Exciting. Ich bin ein bisschen aufgeregt. It's getting hot in here, so take off all your clothes. Nein, bleibt alle angezogen.